Uiuiui, na, heute sind ja schon wieder einige Sachen online gekommen. Also ich habe nichts damit zu tun, dass die Frau Schlür auf einer schwarzen Liste steht. Ich kenne nur eine Blacklist und da steht sie nicht. Ich weiß nicht, wie viele Blacklists es noch gibt und wo die sind. Kann euch auch nicht sagen, wo man das finden kann. Die Frau Schlür hatte mit dem Armani damals zu tun, weil sie nach außen hin als zweite Vorsitzende gehandelt wurde von dem Verein. Ups, die Ivi ist hier. Und es wurde einfach so belassen. Sie war aber nie zweite Vorsitzende. Sie war offiziell Pflegestelle in diesem Verein, hat auch die nötige Zulassung, hat die Hundetrainerzulassung, also diesen Elfer. Hat sehr viel Tierschutz gemacht, hat selbst einen Hund. Das ist übrigens nicht der Bruder vom Armani, gleich mal richtig stellen, sondern das ist ein Hund, der mit dem Armani im selben Transport gekommen ist, ein sehr ähnlicher Hund. Woher ich das alles weiß, ich habe seit der Geschichte mit Armani sporadischen Kontakt mit der Frau Schlür, weil sie arbeitet im Tierschutz, sie hat sich da sehr weit eingebracht. Ich möchte jetzt da auch gar nicht die ganzen Details erzählen, weil die tun hier nicht zur Sache. Die Frau Schlür hat, um das nochmal zu sagen, den Armani auch nicht nach Ungarn gebracht. Sie hat davon erfahren, von der Frau Sander, nachdem ich mit ihr telefoniert habe und ihr erklärt habe, wo der Hund ist und ob sie das wissen. Und daraufhin ging ja dann die ganze Geschichte los. Kann auch noch mal dazu sagen, Alex wollte diesen Hund nicht haben. Nein. Und ja, das war eben das mit der Frau Schlür. Und von dem her finde ich das auch insofern nicht in Ordnung, wenn sie auf der schwarzen Liste steht, weil sie hat wirklich einiges für den Tierschutz getan. Sie hat Armani damals übrigens als ersten Hund von diesem Verein nicht in Pflege genommen. Sie hat einige Hunde in Pflege genommen, die zurückkamen wegen Problemen oder was auch immer. Und weil sie eben die Ahnung hat und auch Fortbildungen macht regelmäßig oder eben so Kurse, Seminare belegt, eben deshalb hat sie immer die Kandidaten bekommen. Und beim Armani hat sie das erste Mal Nein gesagt und zwar nicht, weil sie nicht wollte, sondern sie konnte nicht. Sie konnte deshalb nicht, weil sie hat die Genehmigung, die behördliche Genehmigung, bis zu 7 Hunden aufzunehmen, einschließlich ihrer eigenen. Diese Zahl war voll. Das heißt, der Armani wäre der 8. Hund gewesen. Und deshalb konnte sie es nicht machen, weil sie wollte da auch keine Probleme mit den Behörden, mit denen sie sehr gut zusammenarbeitet, was ja auch dann nachvollziehbar ist. Ja. Das war, habe ich was vergessen? Ich habe mir nur die Stichpunkte gemacht. Nö, das war so ziemlich alles. Aber das wollte ich jetzt eben mal ganz kurz aufklären. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Sonntagabend und bis bald mal.